Ihr habt gestern die Gewinnspielauslosung gesehen und in diesem Video soll es um ein kleines ernsteres Thema gehen. Es gab tatsächlich einen Betrüger bei dieser Gewinnspielauslosung und das finde ich so krass, dass ich gerne ein kurzes Video dafür abdrehen möchte. Jetzt gerade hier vom Kitzsteinhorn fahren wir mit der 3K-Bahn runter, die ist ganz neu und da nutze ich mal kurz die Gunst dieser Minute, um das Thema anzugehen und es vielleicht für kommende Gewinnspiele anders zu lösen. Betrüger beim Gewinnspiel, was meine ich damit? Ihr habt es gestern gesehen, ich habe ja den Head World Cup Rebels Ice Speed verlost im gestrigen Ski-Update. Und ja, da hat tatsächlich dann einer eine E-Mail-Adresse angelegt, eine Emil-Frei-E-Mail-Adresse bei Google Mail und hat mir damit eine Adresse zugeschickt. Diese Adresse möchte ich natürlich jetzt hier nicht offiziell, darf ich wahrscheinlich aus DSGVO-Gründen auch gar nicht offiziell hier in diesem Video nennen, aber hat mir per E-Mail eine Adresse zugeschickt und hat so getan, auch im E-Mail-Verkehr, als sei er der rechtmäßige Gewinner dieses Skis. Sowas ist mir noch nie im Leben passiert. Ich bin ein tatsächlich positiver Mensch. Ich gehe mit keiner Negativität an Menschen heran. Aber das finde ich ist echt eine Aktion, die sehr verpönt gehört und wo du, der das gemacht hast, dir wirklich denken solltest, ob bei dir irgendwas nicht ganz klar ist. Denn ich meine, Emil Frei ist der rechtmäßige Gewinner dieses Skis und das war einfach eine Aktion, die einfach aus Fairnessgründen hätte so nicht passieren dürfen. Und ich denke, das sollte dir auch eine Lektion sein. Wenn ich deinen Namen an der Stelle tatsächlich rausbekommen würde, würdest du aus allen Videos, aus allen sozialen Plattformen bei mir rausfallen, weil das ist echt keine tolle Aktion und einfach keine gute Sache. Der rechtmäßige Gewinner Emil Frei hat sich übrigens gemeldet und das ist natürlich die positive Nachricht. Ich war schon bei der Post, muss ich dazu sagen, das Paket war schon frankiert an die Adresse, die mir per Google Mail zugeschickt wurde und er hatte sich dann bei Instagram nochmal mit mir in Kontakt gesetzt und als ich ihm dann heute Morgen die Sendungsnummer zugeschickt habe von dem Paket, sagte er zu mir, Marius, ich habe dir doch noch gar keine E-Mail mit meiner Adresse geschrieben und dann habe ich geschaltet und habe im E-Mail-Postfach nachgeguckt, was die andere oder wie die andere Adresse von diesem eben gefakten E-Mail-Account lautete und die war anders als die vom richtigen Emil Frei. Also solche Dinge passieren und das ist wirklich der Wahnsinn, hätte ich niemals mit gerechnet und für kommende Gewinnspiele werde ich da tatsächlich eine andere Lösung finden müssen, die wahrscheinlich lauten wird, dass mir der rechtmäßige Gewinner einen Personalausweis abfotografieren muss, seine Adresse abfotografieren muss, damit ich da wirklich 100% sicher gehe, dass der Ski nicht an den Falschen geht. Jetzt haben wir Glück gehabt bei diesem Fall, ich habe direkt bei der Post angerufen, wir sind ja gerade in Zell am See, bin zum Postbüro gefahren und habe den Ski da umfrankieren können. Netterweise haben sie auch keine Kosten dafür aufkommen lassen. Der Ski ist also jetzt auf dem Weg Richtung dem originalen Emil Frei, dem nochmal sehr viel Glückwünsche ausgesprochen werden. Und vielen Dank an dieser Stelle, dass auf diesem Kanal Positivität gelebt wird und die Community hier eigentlich sehr fair miteinander umgeht, wir unter den Videos einen tollen Austausch haben und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Und wenn wir diesen Betrüger ausfindig machen, dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass er die Videos nicht mehr konsumiert, meine anderen Inhalte nicht mehr konsumiert, weil ich das einfach nicht gut finde. Als kleine Anmerkung noch, Basti und ich sind hier Zell am See, Kaphun-Schmittenhöhe. Kitzsteinhorn, heute Video von Basti, was hier entstehen wird, auch über diese neue Bahn, also da unbedingt hineinschauen. Und das neue Gewinnspiel um einen neuen Ski wird auch in den nächsten Tagen auf meinem YouTube-Kanal kommen. Vielen Dank fürs Einschalten zu diesem Video und hoffen wir doch, dass sowas in Zukunft einfach nicht nochmal passiert. Ja, kleines ernstes Thema. Und jetzt ciao aus dieser Gondel, aus der 3K-Bahn in Zell am See.